Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Teil der Reihe Das ganze Leben ist ein Quiz. Wir sind bei Hopp oder Top von Tele 5. Hat mit dem Damen aktuellen Tele 5, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, aber ist auch vollkommen wurscht. An meiner Seite wieder der großartige MS Standard. Und ich freue mich jetzt, dass ich den Ösi geben darf, Tommy Aigner. War der Österreicher oder ist er Österreicher? Ich glaube, den gibt es noch. Ich glaube, das war da auch so ein Unterhosenmodel. Ach so. Das war aber nicht der sein Lächeln verkauft hat, oder? Nee. Das Grüße, ist Tommy Orner. Grüße an Tommy Orner. Der hat aber auch mal eine Show gemacht. Ja. Das war mir aber nicht was. Diese komische Model, als sie bei Hopp oder Top, die ist, glaube ich, jetzt heute irgendwie auch noch bei irgendeinem Verkaufskanal. Übrigens für die Leute, die das jetzt total interessiert, glaube ich. Unnützes Wissen. Es ist wieder Zeit für Günther. Günther ist ja in jeder Spielshow. Wie heißt denn Günther mein Nachnamen? War das nicht der Wendler? Persönliche Geheimnummer. Der Wendler hat die 0, 0, 0, 0. Und der Wendler ist, man vermutet, männlich. So, wir treten an gegen Tobias. Tobias Computer, was für ein doofer Name. PCSL. Das ist doch keine Nummer. Manni. Ne Manfred. Wir spielen mit den Texten, ne? Von Tommy Aigner, natürlich. Deswegen bin ich hier. So, wir schalten um ins Hopp- oder Top-Studio. Dann mach doch mal. Wir wenden aber vorher wieder die Diskette, das kennen wir ja am besten. Natürlich. Hallo zu Hause, schön, dass Sie wieder einmal die Herausforderung annehmen, Ihr Allgemeinwissen zu testen und das ganz privat und nicht vor laufender Kamera. Denn Sie, Ihr Spiel, wenn Sie Ihr Spiel gut machen, dann hoffe ich, wir sehen uns bald im richtigen Studio. Günther, Tobias und Manfred, Sie sind alle heute das erste Mal bei uns zu Gast. Lassen Sie mich deshalb noch kurz und knapp die Spielregeln erklären. Natürlich, Tommy. Ein Druck auf die Taste. Auf Ihre Taste bedeutet, dass Sie antworten wollen. Ist Ihre erste Antwort richtig, gibt es 5 Punkte dazu. Sollten Sie aber falsch antworten, ziehen wir Ihnen 5 Punkte von Ihrem Konto ab. Damit wir später auch schön einkaufen gehen können. Bevor wir beginnen, darf ich Sie noch um einen kurzen technischen Test bitten. Günther, drücken Sie einfach mal Ihre Reaktionstaste. Was war denn das? Space? Shift? Ja. Shift. Ausgezeichnet. Jetzt bitte Tobias. Und jetzt auch der doofe Manfred. Bestens. Damit haben wir uns vom einwandfreien Zustand des Reaktionsgerätes überzeugt, Tommy. Kling, kling, kling. Erste Werbepause. Ihre Mitarbeit bis jetzt soll natürlich belohnt werden. Als Dankeschön gibt es fairerweise für jeden von Ihnen 20 Mark. Wir haben noch Euro. 20 Mark? Ihr Startkapital in ein neues Spiel. Hier die ersten Fragen. Achtung, extra mit dem Wort, was heißt das in Schilling? Wahrscheinlich 5,5 Milliarden. So. Wie heißt die südliche Provinz auf der Halbinsel? Oh, ich hab mich verdrückt. Das kommt öfter vor bei den Kandidaten. Ja, Mann. Falsch. Richtig wäre Kalabrien. Was ist der deutsche Name für die französische Region Lorraine? Keine Ahnung. Wollen Sie, dass ich hier einen Monolog halte? Hier ist die gesuchte Antwort. Lothringen, ja klar. Elsass und ja. Danke. Okay. Politisch, ja, komm. Wie nennt man einen Festkörper, dessen Bausteine sich räumlich, periodisch wiederholen? Was? Bin ich denn hier gelandet? Na, schauen Sie mich so fragend an. Sie sollten antworten. Aber wenn sich niemand traut, dann sag ich Ihnen die Auflösung. Kristall. Natürlich. Unter welchem Namen ist die französische Nationalhymne bekannt geworden? Ja, Marseillaise. Ja. Warum drückst du denn dann nicht? Weil der schneller war. Eben wusste ich's noch.
Wenn sie mir Mayonnaise gesagt hätten, haha, wären es 5 Punkte gewesen. Wie nennt man die griechisch Prüfung, die dem Latinum entspricht? Keine Ahnung. Ich habe beides nicht gemacht. Wenn sich ich stehe niemand so auf dem Schlauch. Wenn sich niemand von ihnen traut, muss ich eben die Antwort selbst geben. Graecum? Ja, habe ich nie gehört. Und damit wird es wieder einmal Zeit, den Punktestand an. Günther hat 20 Punkte, Tobias sammelte bisher 20 Punkte und Manfred stehen 10 Punkte zu Buche. Manfred, Sie sind dumm. Wir haben also einen Gleichstand zwischen Günther und Tobias. Deshalb geht an Sie beide das nächste Angebot aus unserer Geschenkboutique. Ja, stimmt, das war ja genauso. Das haben Sie hier auch eingebaut. Ah, willkommen im Verkaufskanal. Aber da gab es immer super Sachen. Der Genießer sollte wissen, woraus er trinkt. Promille Design fertigte diese beiden eleganten Weingläser aus dem prozentbleifreien Kristallgas. Normalerweise kosten diese herrlichen Trinkgefäße 148 Mark. Bei uns heute nur 5! Günther und Tobias, jetzt nicht greifen! Die Erfahrung hat gezeigt, Champions kaufen immer brav ein. Angebot, dem man nicht widerstehen sollte. 5 Mark für diese noblen Weingläser. Ein Schnäppchen nicht! Wollen wir? Komm, machen wir. Komm hier. Ein gescheites Versöhnchen, Günther. Sie haben sich wahrlich noch im letzten Moment für diese noblen Weingläser um 5 Mark entschieden. Bravo. Das einzige Vernünftige in der Sendung war, du bist dann jedenfalls, wenn du nicht gewonnen hast, bist du auf jeden Fall nicht mit leeren Händen nach Hause gegangen. Ja, Weingläser haben wir schon mal. Ich werde Ihnen jetzt 2 Fragen stellen, wo Sie bei einer richtigen kleinen... richtigen? Keinen Abzug erhalten und bei 2 richtigen sogar 5 Punkte im Kundestand addiert bekommen. Also aufgepasst. Wie heißt die zweitgrößte Stadt der Republik Südafrika? Zweitgrößte? Und die Hauptstadt der Provinz Kapland? Was ist denn die zweitgrößte Stadt? Ja. Ja. Hast du jetzt einfach mal gedrückt? Nö, passiert da automatisch. Also, wir sind ja eh dran. Ich weiß es nicht. Stuttgart. Einfach mal eingeben. Falsch! Richtig wäre... Wie, ist das die zweitgrößte? Oh. Okay. Gut. Welche heilige Stadt baute Herodes der erste König von Judäa glanzvoll aus? König von Judäa. Jerusalem. Hat der Jerusalem ausgebaut? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich würde es jetzt nehmen. Ich habe keine Ahnung. Ach. Gott. Ja. Gut, das ist aber, fängt aber gut an hier. Kann das sein, dass du jetzt gar keine Ahnung haben? Ja, Tele5 war damals, glaube ich, intellektuellen Sender. Mit einem blauen Ei von Günther, eine richtige Antwort macht nach Adam Riese einen unveränderten Punktestand. Wir verlassen die Geschenkboutique und kommen wieder zu den normalen Fragen. Wie nennt man die linke Seite eines Schiffes? Backbord. Ah. So? Ich glaube. Wie hieß der Präsident der USA in der Zeit zwischen 1933 und 1945? Roosevelt, ne? Ja. Danke, Tobi. Tobi hat ja auch eine Brille auf, der ist intelligent. Wie nennt man die Sicherheitsleistung des Mieters an den Vermieter? Kaution! Das sollte uns doch wohl Punkte bescheren. Tja, da guckt der Manfred nur blöd. Von welchem Staat ist Beirut die Hauptstadt? Libanon, ne? Ja. Danke, Manfred. Ach, wir dürfen dann auch nicht mehr antworten. Nein. Dafür kann ich Ihnen jetzt keine Punkte geben. Wir suchten Libanon. Welches Element wird in der Chemie mit den Buchstaben AG symbolisiert?
Silber. Oder Gold. Nehmen wir mal Gold. Oder? AG könnte auch Argentum. Argentum ist, glaube ich, Silber. Machen wir lieber Silber. Ich denke auch. Ja. Und wir sind wieder geladen. Oh. Geschenkboutique. Man nehme die persönliche Glückszahl und entscheide sich für einen der 9 Zahlen. Auch ach, bei einem Griff neben den 10 Mark Bonus gibt es was aufs Konto. Ich bin gespannt. Und hier ist Ihre erste Bonusfrage. Wer bin ich? Ach genau, hat er ja mal Geschichten erzählt. Ich wurde 1821 in Petersburg als Sohn einer verarmten Adelsfamilie geboren. Mein Erstlingswerk, arme Leute, machte mich schnell als Autor bekannt. Ist das Tolstoi? 1849 wurde ich als Verschwörer verhaftet, zum Tode verurteilt und anschließend auf dem Richtplatz zu 4 Jahren Verbannung nach Sibirien begnadigt. Meine berühmtesten Werke sind Die Brüder, Karamasow, Schuld und Sühne und Der Idiot. Mein Vorname ist Fidor Dostojewski, ne? Oder? Ja gut, der kann sowieso nix. Also ist der andere, nicht Tolstoi, sondern der andere. In Russland gibt's ja scheinbar nur 2 Autoren. Ja, wenn wir... können wir ihn schreiben? Ich wusste jetzt Tolstoi. Nee, Dostojewski ist der andere. Aber... hier. Ja, der schreibt sie so, wie er spricht. Wenn antworten darfst, kannst. Nee, jetzt nicht mehr. Oh. Hier die nächsten Fragen. Egal, wir haben auf jeden Fall nichts versemmelt. Das Denkmal welches britischen Admirals steht auf dem London Trafalgar Square? Nelson, ne, oder? Lord Nelson? Passt. Super, wir kriegen das hin. Wie wird eine Flagge zum Zeichen der Trauer gesetzt? Halbmast? Natürlich. Bip, bip. Boah, wir gehen gleich fett einkaufen. Wie wird der Kulturteil einer Zeitung genannt? Der Feuilleton, ja. Für die Abteilung kann ich ihn schreiben. Feuilleton? Oder so ähnlich? Sieht falsch aus. Feuilleton. Ach, probier einfach. Ah, mit E. Ach so. Okay. Zu welchem Staat gehören die Northwest Territories? Manfred, macht Spaß, ne? Oh. Eben wusste ich es noch. Der ist wirklich blond. Ja, Himmel, wie kann man sich denn da vertun? Das nächste Mal wissen Sie aber, dass die Antwort auf diese Frage Kanada lauten muss. Sie machen es schon wieder wett. Nö, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. In welchem Drama von Gerhard Hauptmann handelt Frau John dem Dienstmädchen Piper Kaka ihr neugeborenes Kind ab? Ja. Ich schwör's nicht. Ja. Die Ratten. Natürlich. Okay. Gestern noch die Verfilmung gesehen. So, wie sehen denn Ihre Konten aus? Günther steht bei 40 Mark, Tobias bei 25 und wieso hat er denn 5? Günther, Ihre Leistung zahlt sich aus. Mal sehen, was wir als nächstes in der ersten Geschenkboutique vor... der zweiten. Tommy, Mensch, was ist los? Wenn es schon immer Ihr Traum war, einmal einen Berg in Sitzen hochzulaufen, dann ist das Comfortable Mountainbike
Alpine 400 von Radler, genau das richtige. Genau, also kostet dieses Gelände ein Drahtseil irgendwas. Günther, jetzt nicht kneifen. Die Erfahrung hat gezeigt, Champions kaufen immer brav ein. Ein Angebot, dem man nicht widerstehen sollte. 10 Mark für dieses Mountainbike. Ein Schnäppchen nicht. Kaufen wir. Komm, zack. Verkauft am Günther um 10 Mark. Ich atme und Sie bitte ein, denn es geht weiter. Sauber, Gläser, Fahrrad. Sitzen wir, King Günther, hier kommen Ihre Zusatzfragen mit der Chance auf 10 Punkten. Welche Insel hat als Hauptstadt Palermo? Sizilien. Jawohl, ja. Ja, ne? Ja. So. Komm, noch eine. Wer schrieb den Roman Der Jäger von Fall? Literatur ist nie mein. Der Jäger von Fall? Was weiß ich, komm, nehmen wir, wenn wir nicht weiter wissen, nehmen wir Thomas Mann. gut, noch nie gehört. Der Ganhofer Ludwig. Ja, natürlich. Mit einem blauen Auge davon gekommen, Günther. Eine richtige Antwort macht nach Adam Riese einen unveränderten Punktestand. Super, wir sind dann einfach haben wir das Fahrrad jetzt umsonst. Ja, genau. Genug gezockt, weiter im Konzept. Wer schrieb den Roman Schloss Gripsholm? Der kann das sogar wissen. Nee, kann er nicht. Gut. Ja, Tobi. Dann halt nicht, ne? Man kann auch nicht immer alles haben. Richtig wäre Kurt Tucholsky. So. Wie viele Bundesstaaten haben die USA? Ja, 50. Hallo! Ja, natürlich! Jetzt war der schneller. Mann. Verarsch mich doch nicht. Aus welchem Land kommt diese Rhinosbusch? Luxemburg, ne? Oh. Sam- Manfred, hast du jetzt meine Shift-Taste blockiert, ja? Was ist los mit dem? Die Gummi-KI. Wer ist Peter Fondas Pate in Easy Rider? Ja. Nie gesehen. Dennis Hopper, natürlich. Ach, auch schon gut, auch schon tot, der Gute. Welche Frau übernahm nach dem Tod ihres Mannes in Argentinien 1974 die Macht? Madonna. Ja, Madonna. Super gespielt damals hier als Präsidentengattin Evita. Sehr Belveron. Oder Peron. So, weiter, zack. Hier, komm. Vor mir ein Trichter in der Form eines Bonus, Sie haben es erraten. Daraus ziehe ich eine Frage für den Zufallsbonus. Vielleicht ist die erste Trendwende, denn nämlich einen 50er finden, den wir für die zweite Bonusfrage versteckt haben. Ja, mit erster und zweiter hat das aber irgendwie nicht so, ne? Konzentration, es folgt die zweite Frage für den Bonus. Wer bin ich? Ich wurde 1940 in Liverpool geboren. Anfang der 60er Jahre wurde ich als Gitarrist Gründer einer Band. Gitarrist? Ja. Paul McCartney, oder? Ja. Ach, da war schon Paul McCartney. Sollen wir John Lennon nehmen? Nee. Wir waren ja zusammen mit Paul McCartney. Ja, dann mach mal John Lennon, genau. Der hat auch Gitarre gespielt, oder? Ja. Ja. Wo ist der Bonus? Wo ist er? Goldene Mitte? Ja, komm. Oh, naja. Sind das dann 3 Punkte? Ja. Hm. Nein, 3 Mark. Es muss ja nicht immer Kaviar sein. Auch ein kleiner Bonus vermittelt ihr Konto. Günther. Nehm ich. Und schon wieder öffnet sich das Füllhorn der allgemeinen Fragen. So, lad mal weiter.
Ja, da war ja. Currywurst. Jawohl. Manfred, jetzt bist du wieder da, wo du hingehörst. Aber das war ja jetzt unfair. Nach Disketten wechsel ich nun her. Wie heißt das Hochgebirge zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meer? Okay. Nochmal Bilder, was? Was bedeutet die Abkürzung HiFi im Vollmond? Ja, High Fidelity, ne? Ich darf schon wieder nicht. Sag mal, ihr wollt mich doch verkackeiern hier. Und ich bin der Moderator. Ich sitze hier am Knopf. Das ist unglaublich. Wie nennt man die mit einem Daumenloch versehene Tafel, auf der ein Maler die Farben mischt? Palette oder was? Ihr könnt mich auch mal lassen. Palette, ja, stimmt sogar. Scheiße, hätte ich jetzt nicht gedacht. Welche Hammer bildet zusammen Hammer mit dem Repräsentantenhaus den, genau. Der Senat, ne? Ja. Sauber! Ja, wir hatten ja auch gerade Edward Snowden. Stimmt. Und damit wird es einmal Zeit auf den Punktestand. Günther hat 48 Punkte, Tobias sammelte bisher 20 und bei Manfred stehen 5 Punkte zu Buche. Na, wer sagt's denn? Hätten Sie, Günther, gedacht, dass Sie gleich bei uns solch ein Angebot erhalten? Sehen Sie mal. Endlich! Die Geschenkboutique 3! Kaufen wir! Die steinalten Weinflaschen haben wir auch schon gerade. Von Latrinum Design können auch ihr verstaubtes Wohnzimmerregal optisch aufwerten. Das antike Ambiente, ein dieser Glaskörper verleiht jeder noch so dicken Staubschicht. Das Recht ewig liegen zu bleiben. Im Fachhandel müssten sie für diese wertvollen Flaschen 2.900 Mark hinlegen. Bei Hop oder Top nur 14! 14 hier! Und ich leg noch einen drauf! Für nur 14 Mark würde ich diese antiken Weinflaschen ja sofort kaufen. Wie steht es mit Ihnen, Günther? Diese Chance, die kommt nicht wieder. Zugreifen und freuen. Oder konnte man sogar noch irgendwie mit dem handeln oder sowas, ne? Konnte man den nicht irgendwie noch warten lassen? Stimmt. Genau. War doch irgend sowas. Ja, Sie haben heute einen guten Tag. Kaufen Sie jetzt um 14. So bekommen Sie 2 weitere Fragen. Beantworten diese und es gibt einen Kaufpreis noch einmal obendrauf. Beantworten Sie nur eine. Ziehen wir ihnen nichts ab, komm, wir kaufen, ne? Ja, machen wir klar. Jetzt, wo wir schon die Gläser haben. Komm, zack. Hier, nur 14 Mark für diese antiken Weinflaschen. Also Günther, dafür werden sie ihre Frau nur noch lange beneiden. Ja, die anderen dürfen das ja halt nicht. Selbst schuld. Stehen Sie Beginn, Günther. Hier kommen Ihre Zusatzfragen mit der Chance auf 14 Punkte. Für welches Längenmaß steht das Einheitszeichen JD? Ja, vielleicht für Yard? Jorot könnte sein. Boom. Hier, wir, wo er Liga, ne? Ihr wisst ja, als Profigolfer. Wie nennt man einen bestellten Beifahrklatscher? Publikum? Nein. Bestellten Beifahrklatscher? Einen bestellten Beifahrklatscher? Anheizer oder was? Bestellten Beifahrklatscher. Nee. Keine Ahnung, ey. Aber wir müssen ja eh nur eine Frage beantworten. Die haben wir. Klakör. Likör? Ja, gut. Wir sind bei Tele 5 und nicht bei RTL, ne? Na bitte, Günther. Besser einer als keiner. Das heißt, ihr Konto verändert sich nicht. Schön. Hier machen wir mit den nächsten Fragen weiter. Was bedeutet die lateinische Vorsilbe cis? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wer jetzt in die Kommentare schreibt. Diesseits? Na gut, wenn er soweit kommt. wir werden die innere Schicht von Muschelschalen genannt. Perlmutter? Okay. Ja, Manfred. Ne, auch mal ein blindes Huhn und so. Mit welchem Instrument feierte Nicole Paganini Triumph von ganz Europa? Ja. Geige. Geige. Oh.
Okay. Ja, ist doch das Gleiche. Jetzt gibt's Fanpost. Ist aber ganz total anderes. Welches ist das bedeutendste Bauwerk von Canterbury? Schloss. Oder die Kathedrale oder was? Kathedrale, Canterbury, Schloss. Schreibt einfach beides. Sucht ihr wahrscheinlich wieder die richtige Antwort raus. Das war denn jetzt richtig? So geil. Wie nennt man die berittenen Viehherden der Pampa Argentiniens? Gauchos. So, ne? Nee, mit AU. So? Jo. Yes. Es wird wieder geladen. Natürlich. Bonusrunde. Damit uns nicht langweilig wird, wollten wir Ihnen jetzt mit unserer dritten, jetzt hat er's, Bonusrunde auf den Zahn fühlen. Haben Sie schon mal mit Ihrem Computer telepathische Verbindung aufgenommen? Nein, habe ich wirklich nicht. Nein, dann lassen wir es. Das würde zu viel Zeit kosten. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Suche nach den 25ern. Wenn Ihnen einer einen 25er an der Kasse bringt, ist dies Falschgeld übrigens. Also, für die dritte Bonusfrage habe ich mein besonderes Interessantes ausgesucht. Wer bin ich? Ich wurde 1874 in Wien geboren. Als Autor bin ich Hauptvertreter des Wiener Impressionismus und habe als Librettist mit Richard Strauss zusammengearbeitet. Zum Beispiel bei den Opern Der Rosenkavalier und Ariadne auf Manos. Eng verbunden war ich auch mit Max Reinhardt. Mit ihm begründete ich die Salzburger Festspiele. Dort wurden meine Stücke Jedermann und das große Salzburger Welttheater aufgeführt. Mein Vorname ist Hugo, mein Nachname beginnt mit H. Hugo von Hoffmannsthal oder was? Ja. Boah, dass du das gewusst hast. Aber ich hab's erst gesehen, als er das getippt hat mit Hoff. Umgesetzt. Sie war vollkommen richtig. Jetzt brauche ich nur noch einen Tipp. Bonus versteckt sich in Zahlen. Bitte jetzt. So. Mach, Tobi. Lass dir Zeit. Oh. Oh. Tobi. Ja, fast noch mal rangekommen. Es muss ja nicht immer KW sein. Auch ein kleiner Bonus vermehrt ihr Konto, Tobias. War das nicht schon die letzte Bonusrunde, glaube ich? Ja, aber es kommt ja noch eine Finalrunde auf jeden Fall. Alle Boni-Umgeräte, die ihr Geschenkprodukt versorgt. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Jetzt knallen wir noch die Temporunde rein. Die alles entscheidende Runde ist noch mit einer Kleinigkeit gespickt. Für eine falsche Antwort gibt es nicht nur einen Abzug, sondern auch eine Sperre für die darauffolgende Frage. Also Konzentration bitte. Wir blenden die Zeit ein und es geht los. Wie heißt Florenz auf Italienisch? Florentina oder was? Fiorentina. Firenze? Okay. Oh. Mein Italiener lügt. Wie nennt man die um den Nordpol liegende Landung? Hä? Land- und Meergebiete? Akte, ja. Guten Morgen, ja. Oh, 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 oh. KI fängt wieder an. Welches die Amtssprache Kuba? Spanisch. Oder Kubanisch, ha. Wie heißt Konstantinopel seit, ja, Istanbul? Istanbul. Dambul. Istanbul, Istanbul mit M. Hä? Hast du doch geschrieben. Welches Instrument sperrt Herb Albert? Das habe ich jetzt gerade auch nicht verstanden. Aber wir haben es ja auf Band. Das schaue ich mir nochmal an. Wie viele Zentner hat eine Dezitonne? 100, ne? 100 Zentner, Dezitonne. 10 oder was? 2. Was? Okay. Welchen Vogel nennt man auch Sperling? Ja, wir können ja eh nicht. Wir sind ja gesperrt. Ein Spatz.
Sieht nicht gut aus. Naja. Wie viel Inches misst ein Jahr? Da habe ich keine Ahnung von. Ja, nee, klar. Klar. Das weiß Manfred. Die Hohlfritte. Wie heißt die Hauptstadt des afrikanischen Staates Senegal? Ja, jetzt geht's aber rund hier. Zum Zugucken verbannt, oder was? Wie nennt man die Klassen der Hindu-Gesellschaft? Kasten. Ich würde jetzt auch Kasten sagen, aber ich glaube, ne? Dürfen, glaube ich, genau. Ja. Wie heißt der amerikanische Vizepräsident? Ja, wann denn? Oh, Witzbold. Dan Quayle, ja, den gab's auch mal. Wie nennt man ein Jagdgewehr mit Schrotmunition? Nichts riskieren. Nee. Ja, Sieg! Tja, wenn sich niemand von Ihnen traut, muss ich eben die Antwort selber geben. Ja gut. Schrotflinte. Die Spannung hat ein Ende und wir haben einen neuen Champion. Es ist Günther mit 53 Punkten. Und jetzt zu Tobias und Manfred. Sie wurden leider überboten. Das ist eine andere Sendung. Aber es ist nicht aller Tage Ende. Eines Tages werden sie zurückkehren und alle Langsamdrücker dieser Erde rächen. Alles klar. Am Wissen lag es ja nicht, sondern nur an der Geschwindigkeit. Ich hab's genau gesehen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Günther, für heute haben sie alles erreicht, was möglich war. Aber das ist ja noch nicht das Optimum. Mit 53 Punkten sind sie natürlich noch nicht in der Liste der besten Hop- oder Top-Computerspieler. Obwohl ich davon ausgehe, dass sie auch beim nächsten Mal dabei sein werden, gebe ich ihnen jetzt 5 Sekunden Bedenkzeit, um die folgende Frage zu beantworten. Machen Sie weiter. Womit? Wahrscheinlich startet dann die nächste Show. Spielen Sie weiter. Nö. Nee, 53 Mark, da steigen wir aus. Setzen uns zur Ruhe. Ein Raune geht über den Zaun, sich fragen kann. Jetzt hatten Sie solch ein gutes Spiel. Und schön hören Sie auf. Gut, Günther, Ihre Entscheidung. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das war's also. Als Dankeschön habe ich noch eine lustige... Ach stimmt, das gab's ja auch mal. Das fand ich auch mal ganz witzig. Eine lustige Geschichte für Sie parat. Die Frage lautete, wie viele Kugeln spielt man russisches Roulette? Der Kandidat drückte hastig und antwortete 6. Als er unser Gelächter hörte, wurde ihm klar, dass die Antwort vollkommen verkehrt war. Schlagartig, wie er war, sagte er, mit kühler Miene, ich gehe gerne auf Nummer sicher. Stimmt, denn 6 Kugeln in einem Revolver sind todsicher und haben mit Roulette nichts mehr zu tun. Wenn Sie Stielblüten hören wollen, dann müssen Sie einfach wieder die Diskette laden und mit mir spielen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Spiel und hoffe, es macht weiterhin noch viel Spaß. Wir sehen uns dann bald wieder. Leibhaftig auf Tele 5. Servus. Oh oh, jetzt hatte ich doch glatt die heutige Zuschauer vergessen. Das muss ich jetzt aber ganz schnell nachholen. Das könnt ihr jetzt in den Kommentaren machen. Hier ist sie. Möchten Sie noch etwas mehr? Ach so, das war das. Ja, natürlich möchten wir das. Klar. Ja. Sicher, ihr könnt jetzt in die Kommentare... Ha, ist geil. Ja, aber sicher, natürlich. Was sonst? Her damit, nur zu. Mach hin. Nein. Natürlich. Es wird geladen. Tongyanga wurde am 14.07.1964 in der Ortschaft Klosterneuburg in Niederösterreich geboren. Nach absolvierter Hotelfachschule Modil Wien begann er seine Laufbahn beim Radio. Zuerst in der Abendsendung Treffpunkt Ö3, dann querbeet von Wecker der Morningshow bis hin zum Nachtexpress. 1970 startet er mit seiner ersten Fernsehsendung Superflip. Als 2 Jahre später eine Grenze erreicht war, die ihm von seinem Arzt als Midlife Crisis beschrieben wurde, ging er nach Los Angeles, um sich wieder zu verändern. Er baute ein Korrespondentenbüro für den ORF auf, drehte Dokumentationen für Jolly Joker, Look und Seitenblicke und fütterte die deutsche und österreichische Presse mit Star-Interviews. Daneben verwendet er wöchentlich seine Hollywood-Hautner-News auf RTL und jobbte bei Rick Dietz, einem der besten US-Radiomotoren, um dazu zu lernen. Nachdem er das Studium Broadcast Management auf der UCLA, University of California, absolvierte,
war er bereit, wieder nach Europa vor die Kamera zurückzugehen. Seit April 1990 moderiert er jetzt die Spielshow Hop oder Top auf Tele 5 und hat noch große Pläne. Denn Fernsehen alleine lastet ihn nicht aus und so bastelt er an seiner eigenen Radioplänen für Österreich, wo ja noch kein Privatradio zugelassen ist. Hat sich das geändert? Schreibt das mal. Privat lebt er in Los Angeles mit seiner Freundin, einer Tirolerin, zusammen und bezeichnet sich selbst als häuslichen Menschen. Abschließend möchten wir Tommy Aigner noch einmal selbst zu Wort kommen lassen. Ich bin mit der Reaktion auf diese Sendung sehr zufrieden und freue mich, noch viele Champions zu küren. Vielleicht haben sie auch noch meine Biografie. Oh, bist fertig? Ja. Super, danke für die Biografie. Ja. Voller Typ. So, da sind wir jetzt noch einfach wieder rein, um uns dann auch selbst zu verabschieden. Denn nach der Tommy Aigner Biografie war dann irgendwie Ende. Ja, da ist der Computer abgestürzt. Keine Ahnung. Das ist auch genial. Ja, also wer noch weiß, was jetzt aktuell mit Tommy Aigner los ist, kann das ja mal in die Kommentare schreiben, weil das ist ja jetzt nicht mehr ganz so state of the art. Aber ich meine, ich kenne ja deine Meinung, aber ich finde diese Show gut gelungen. Die Ladezeiten gehen einem nicht auf den Sack. Es ist abwechslungsreich, es ist gut umgesetzt und es hat sogar, was die Texte angeht, hat es ja sogar fast was von Humor. Ja, keine Frage. Ist eine der besten Sendungen, die umgesetzt wurde. Sicherheit, ja. Oh, es ist Elfriede da. Elfriede hat jetzt da den Loser-Tisch. Ja, Tobi steht immer noch da. Ja, nicht. Ich gehe hier nicht weg. Ich noch eine Runde. Ich will das gewinnen. Ja, ich danke dir. Guckt mal auf dem Kanal vom MS Standard, was da noch so alles gibt. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ein paar Sachen haben wir noch und dann haben wir dieses Game Show Power Special Gedöns. Hast du nicht gesehen, auch überlebt und bei dem einen oder anderen Game machen wir mehr als ein Kreuz. Naja. Und dabei sollte nur jeder ein Kreuz nehmen. Ihr kennt das ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.